Hey Leute, hier mache ich ein neues Video, und zwar ein Unboxing. Ein, ja, etwas besonderes Unboxing, und zwar hat mir der gute Cubaro ein Päckchen zugeschickt. Ich habe die Adresse ja abgemacht, also nicht wundern. Und zwar stand das von einem Fotowettbewerb, den er veranstaltet hat. Da habe ich gewonnen, und genau, da wollte ich jetzt mal den Cube auspacken und mit euch gemeinsam schauen, was er mir zugeschickt hat. Wo mache ich es am besten auf? Am besten hier. Schaue ich mal. So, hier ist es das auch schon. Ah, sogar mit Cubicon-Tasche, glaube ich. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, das sieht man alles. Hier ist die Cubicon-Tasche. Ich weiß schon, was da drin ist. Das hat er nämlich im Video gezeigt. Aber ich zeige euch das natürlich auch gerade noch. Der Link zum Kanal von ihm findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und genau. Oh. Sogar in Originalverpackung. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht. Scharf stellen, bitte. Ja, ich hoffe. Ja, doch, so. Ist das ein Mirror Cube Ultimate? Den packe ich jetzt mal aus. Und da ist der auch schon. Sieht man das so? Ich hoffe mal. Ja, doch. Sollte man gut erkennen. Ja, und zwar dieser zeichnet sich durch die Teils vor allem aus. Und hier ein Cubicon-Logo. Ja, ich hatte bisher 2, 3 Mirror-Blocks, aber das schon vor, bestimmt 6 Jahren. Die waren natürlich nicht sehr gut, und ich habe mir neulich tatsächlich überlegt, einen zu bestellen, einen besseren. Jedoch habe ich jetzt einen, und das freut mich ziemlich sehr. Ja, drehen lässt er sich ziemlich gut, finde ich, für einen Mirror-Block. Ich kann jetzt nicht so die Finger-Tricks vom Mirror-Block, aber doch, lässt sich schon soweit fürs Erste sehr gut drehen, finde ich. Vielleicht Corner-Cutting, ich weiß nicht. Hat er auch auf jeden Fall. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Und ich danke dir auf jeden Fall, Cubaro, falls du das Video siehst. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.